Herzlich willkommen zum neuen Produktvideo von Ilgenfritz Electronics. Lassen Sie sich von der neuen Reversierelektronik für John Deere Traktoren der Baureihe 6R begeistern und erleben Sie ein neues Arbeitsgefühl. Unser Teilesatz besteht aus zwei Steuereinheiten, einer Lenksäulensteuereinheit und einer Armlehnsteuereinheit, damit der Einbau so einfach wie möglich ist. Beim Einbau beginnen wir mit der Lenksäulensteuereinheit. Es muss das Lenkrad demontiert und die Abdeckung des Instrumentenbretts entfernt werden, um an die benötigten Kompaktstecker zu gelangen. Die Elektronik wird angeschlossen, befestigt und alle demontierten Teile werden wieder montiert. Nun verbauen wir die Armlehnensteuereinheit. Hierzu öffnen Sie die Armlehne. Als erstes bohren Sie ein Loch für den Reversiertaster. Setzen Sie den Taster in das Loch ein und befestigen Sie ihn mit der Mutter. Anschließend bauen Sie die Elektronik ein und verlegen den Kabelbaum. Nachdem alles zusammengebaut ist, ist der Traktor für eine Probefahrt bereit. Starten Sie den Traktor und fahren Sie wie gewohnt los. Durch einfaches Drücken des Reversiertasters ändert sich die Fahrtrichtung Ihres John Deere. Das Umgreifen zum Fahrtrichtungshebel entfällt und Sie haben mit Ihrem rechten Arm alles im Griff. Übrigens, diese Reversierelektronik gibt es auch mit einer zusätzlichen Anhaltefunktion. Alle unsere innovativen Produkte finden Sie online unter www.ilgenfritz.biz oder kontaktieren Sie uns telefonisch.